Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 262 und heute haben wir einfach mal drei Traktoren vor uns. So simpel ist es einfach. Wir fangen mal mit diesem guten Valtra hier an. Da seht ihr schon, Valtra steht dran, Frontgewichte dran gesetzt. Ihr seht eher die klassische Variante. Vorne sieht es auch aus, als wenn hier der, ne, Bereich wie etwas defekt wäre. Getönte Scheiben. Valtra. Dachvarianten gibt es hier einige und die Antennen sind auch dementsprechend vorgegeben. So sieht das Ganze aus. Wir machen einfach mal den Lichttest zuerst. Da seht ihr, das funktioniert schon mal einwandfrei. Zweite Stufe vorne auch, dann gehen die Dachvarianten noch mit an und die Variante hinten ist auch eine Dachvariante, die angeht. Die Blinkgeschichte funktioniert auf beiden Seiten, wie ihr seht. Ne? Habe ich gerade umgeschaltet. Wir gucken mal nach innen. Da sehen wir halt, wenn ich hier Licht anmache, passiert so nichts. Sitzbezuggeschichte und sowas sieht alles super aus. Ne? Kann nichts anderes zu sagen. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir eine Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbereich. Wenn ich dann mit Licht arbeite, passiert genauso wenig. Ne? Also im Bereich ergibt sich der Zusatzlichteffekt halt einfach nur, wenn wir den Motor dementsprechend starten. So, ich mache jetzt hier mal den Part aus. Motor ist aus und wir gehen mal eine Runde in den Shop. Und gucken, und wir sehen hier LE Modding, genau, die haben sich hier mit veredelt. Das ist der Valtra BH140er Serie. Ich glaube, der läuft, wenn man die Mod nachher in der Liste sucht, als 120er. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. So, ja, was haben wir hier? Wir haben verschiedene Möglichkeiten hier an Radgrößen. Ihr seht auch hier auch Besonderheiten. Ne? Auch die Metallvarianten und sowas sind hier dabei. Ne? Wir haben verschiedene. Da muss ich mal genau gucken, wo das überhaupt geblieben ist. Da, die Dachvarianten. Ne, die ergeben sich hier durch. Seht ihr selber hier oben auch. Ne? Also das ist jetzt mehr die offene Version. Also auch das könnt ihr hier dementsprechend schön ändern. Frontfender, ja oder nein. Ne, den Frontanbau, ne, ja oder nein. Auch das ist hier machbar. Und wir haben hier auch einmal die bisschen aufgemotztere PS-Variante. Bis zu 180 PS hoch. Bei dem Traktor Standard ist hier 140 und die Felgenfarbe lässt sich anpassen, je nachdem, was man denn hier gerne haben möchte. Aber sonst dieses Grundorange und die Grundfarbe an sich bleibt. 52 km/h, wie gesagt, bis 180 PS kann das gute Stück. So, ja, dann würde ich sagen, wir drehen da auch einfach mal eine Runde mit. Liegt solide auf der Straße. Der berühmte Bremslichter funktionieren. Rückfahrleuchten haben wir so keine. Die Antennen, falls ihr es nicht gesehen habt, die wippen und bewegen mit. Das finde ich schon mal eine sehr witzige Angelegenheit. Das tun die auf jeden Fall. Ich lasse jetzt einfach hier so mittig stehen. Ihr seht hier die Antennen. Jetzt stehen sie, wenn ich raus bin, ne? Aber sonst bewegen sie sich auch noch mutig mit. Texturenmäßig, ja, sieht das, ich sag mal, alles okay aus soweit, ne? Da gibt es vielleicht einige spannendere, glänzendere Varianten, aber wenn man hier sieht, die Lichteffekte oder sowas auf der Haubengeschichte, das sieht alles soweit gut aus eigentlich. Ja, das ist die Variante. Wir kommen zur nächsten. Das ist ein Klassiker, eine der Varianten, die mich in meinem allerersten Let's Play mit begleitet haben, nämlich der Ursus. In dem Fall ist das hier die 1654 bis 1954 Variante. Hier ist die etwas größere. Der 1654 war auf meiner allerersten Let's Play Variante im 2017er mit am Start. Also das hier schon richtiger Klassiker. Ich habe den jetzt hier mit der Fronthydraulikgeschichte genommen. Hier sieht Lackbeschriftungsgeschichten und hier sieht auch die Farbsymbolik und sowas alles sehr gut aus. Ne? Wir haben hier die ganzen Lüftungsgeschichten, kleine Kästen, alles was verchromt sein soll, nicht verchromt sein soll. Sorry fürs Räuspern. Ne? Ihr seht hier dementsprechend, hier ist alles so dran, wie es dran sein soll. Auch hier machen wir mal den Lichttest. Dann sehen wir, hier haben wir so etwas wieder diese Lichtpartikel-Nebelgeschichte gehabt beim ersten Licht. Ne? Auch hier beim zweiten, wenn man es dementsprechend dreht, dann seht ihr, hat man diesen Lichteffekt drinne. Und wir haben dann auch noch Arbeitslicht nach hinten nochmal mit vier
Scheinwerfer extra. Also das sieht schon ordentlich aus, aber wenn man im alten Spiel war es so, dass man halt dann echt jetzt schon von hier die dicken Nebelschwaden gesehen hat. Hier ist es echt nur ein Effekt, den man, wenn man dichter rangeht und ein bisschen dreht, dann sieht man es dementsprechend, ne? Also finde ich dementsprechend ja, gar nicht so schlecht, mal was anderes, ne? Wir machen natürlich noch die Blinker-Variante. Die seht ihr, funktioniert sowohl vorne wie auch hinten beidseitig. Und wir haben hier auch noch eine Rundumleuchte dementsprechend dran setzen. Das ist jetzt nicht die super hellste, wie ihr seht, aber grundsätzlich funktionieren tut sie. Wenn wir in den Cockpit-Bereich reingehen, dann sehen wir, das sind irgendwie, sieht das aus, als wenn alle Lampen an werden. Und wir sehen, wir haben eine Innenbeleuchtung in der größten Lichtstufe. Da oben seht ihr sie auch, ne? Die geht auch dementsprechend extra an. Ne? Wenn wir jetzt hier die Hilfe machen, sehen wir, wir haben noch eine Maussteuerung. Das könnten wir übrigens bei dem Valtra auch mal gucken. Das hatte ich glatt vergessen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt den Motor mal an. Und dann kann man mit der Links-Rechts-Bewegung und gedrückt der linken Maustaste hinten das Fenster öffnen und nach Vor- und Zurückbewegung die Dachluke öffnen. Wenn wir beide drücken, dann können wir die Tür dementsprechend öffnen. Einmal auch hier die Vor-, Zurück- und die Links- und Rechtsbewegung für die Türen links und rechts. Ich habe die anderen Sachen jetzt hier aufgelassen. Ich mache den Motor nochmal auf, dass wir gleich einen vernünftigen Start haben. Aber wir gucken jetzt erstmal, Hilfe erstmal wieder aus. Ob ich hier beim Valtra was in der Richtung vergessen habe, das wollen wir natürlich nicht. Und da sehen wir, ich habe da nichts vergessen. Ich habe auch Simple IC und sowas an, also ich würde sehen, wenn halt was in der Richtung hier noch wäre. So, ich würde aber sagen, wir schauen uns den auch mal im Shop an. Den finden wir, glaube ich, unter mittelgroße Traktoren, damit ich mich nicht täusche. Da haben wir ihn. Grundpreis ist 42.000 fürs Grundmodell. Wir haben auch nicht 1000 Möglichkeiten, sondern wir können hier dementsprechend die RAM-Variante, eine Gewichtsvariante in mehreren Größen setzen oder die Fronthydraulik. Ne? Die RAM-Variante finde ich nicht schlecht, ne? Also einfach nur so als Schutz für den Traktor an sich, wenn man nicht zwangsweise ein Gewicht davor haben will, finde ich durchaus eine gute Alternative mal. Hat man auch nicht so oft. Ne? Dann, wie gesagt, Gewicht in 600, 1200, 1500 Kilo und dann halt die Fronthydraulik. Wir haben 160 PS am Start mit 32 km/h. Wenn wir die Varianten hochschalten, dann sind wir hier bei einer etwas anderen Version. Die hat ja nur 158 PS und die größte Variante der 1904, nee, der zweitgrößte Variante, die 1934 hat 190 PS und die 1954, das ist die Variante, die draußen steht, da sind wir bei 225 PS. Ist aber dann rein mehr auf die Kraft an sich ausgelegt und nicht auf Geschwindigkeit, weil wir sind hier bei 32 km/h immer noch. Aber dann bezahlen wir für einen 225 PS Traktor gerade mal 70.000. Was ganz okay ist, da können wir noch eine ganze Ecke höher kommen, wenn wir die Zwillingsbereifung drauf machen hier. Der Preis finde ich dann ist schon etwas, ne? Schon ziemlich krass, Breitreifen 10.000 für zu bezahlen, aber das muss dann halt jeder selber wissen, was er dann machen möchte. Ne? Aber selbst für 80.000 ist ein 225 PS Traktor mehr als günstig, kann man einfach so sagen, wie man will. Ne? Farblich und sowas ist da nichts dran zu machen, das ist jetzt das schöne Ursus Rot und die verchromte Auspuffanlage ist auch so vorgegeben. So, ja, dann würde ich sagen, auch hier bleibt es noch eine Runde damit zu drehen. Ja, man sieht hier, man hat bei den größeren Motorklassen doch höhere Geschwindigkeiten. Das war bloß nicht eingetragen beim Shop. Ne? Ihr seht selber, wir sind gefahren bis 45 hoch. Das ist ja eigentlich schon eine ganz ordentliche Geschwindigkeit. Ne? Kann ich ja sagen. So, ich stelle den hier auch einfach mal neben. Rückfahrlichter keine. Bremsleuchten funktionieren einwandfrei, wie ihr seht. Also, das ist soweit alles dann okay. So, und dann kommen wir zum letzten für heute. Und das ist mal ein richtig schönes Stückchen noch. Und zwar ist das der Hanomag, den ihr hier seht. Hier von der Seite, sind Lichtverhältnisse ein bisschen besser. Ja, den gibt es als zwei Variantenversionen, typenbezeichnungsmäßig einfach nur als 701 und 901. Bei dem Hanomag jetzt hier ist die Variante mit Haube, aber um das volle Spektrum zu sehen, ne, das ist jetzt der, ne, da seht ihr es, robuster 900. In dem Sinne ist die Typenbezeichnung hier. Texturenmäßig sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ne? Wir haben jetzt hier schön die Kabine oben drauf geflanscht.
vorne das Gewicht dran gesetzt. Ich würde sagen, wir fangen hier auch einfach mal im Shop an. Wir finden den unter Kompakttraktoren, dann vergesse ich ihn auch nicht. Da seht ihr es, LS Oldtimer. Und hier ist es der Hanomag Robust 901. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten mit Radgewichte, Radgrößen, seht ihr selber selbst mit Pflegebereifung, das hier durchzuwählen. Wir können sagen, wir wollen hier einen Überrollkäfig haben. Wir haben das alte Fritzmeier Verdeck oder wir haben das Fritzmeier Europa Kabine. Ne? Also das Verdeck ist halt noch planmäßig, die Kabine ist halt ja richtig stabiles Teil. Ja, Front gibt es Gewichte dementsprechend in verschiedenen Größen bis 600 Kilo. Eine Front-Hydraulik-Geschichte gibt es bei der Variante natürlich so nicht. Wir haben hier ne, verschiedene Hebevarianten. Da seht ihr die modernen Varianten oder die ältere Version, sag ich mal so. Ne? Wir können jetzt sagen, wir wollen Vorderrad-Kotflügel dran haben, ja oder nein. Wir haben Frontbau von Bass hier oder keinen zu setzen. Und wir haben wieder den Brillant 701, da sind wir bei 75 PS. Oder den Robust 901, da sind wir bei 92 PS. Und es gibt noch so eine super getunte Version. Ja, ne, wer den braucht, der kann auch damit arbeiten. Wir haben die ganzen schönen alten klassischen Farbtongeschichten hier mit polierten Versionen. Und den Auspuff, den können wir auch in Silber kriegen. Und das in Dunkel und die Felgen auch in poliert und... Ne, und das Nummernschild lässt sich noch einstellen. Also hier ist alles dabei. Und selbst wenn man überall ein bisschen dran rumdreht, ist man halt bei 25.000 knapp für den 92er. Ne? 92 PS. Wenn ihr da die aufgetunte Variante macht, dann würde halt da noch 1.000 oben drauf kommen. Ne? Das muss man halt selber wissen, was man draus macht. So, ja, wir hüpfen hier einfach mal eine Runde rein. Fangen auch hier einfach mal standardmäßig mit dem Lichttest an. Hat schön das alte, gelbe, klassische Licht. Wir haben auch nach hinten hier die Arbeitsbeleuchtung, funktioniert auch einwandfrei und dann geht das Licht schon wieder aus. Ne? Es sind also zwei schaltbare Lichtstufen, die dazukommen. Durch die Kabine und sowas haben wir natürlich hier vorne, genauso wie auch hinten die Blinkergeschichte. Auch das funktioniert einwandfrei. So, wenn wir reingucken, natürlich klassisch aufgeräumt, so muss es auch sein. Hier sieht man alles schön, die ganzen Anschlussgeschichten und sowas. Wenn wir jetzt hier Licht anmachen, dann passiert so nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann sieht man schön, wir haben eine Hebelreaktion, wir haben auch eine Schalterreaktion. Ne? Und wir haben eine Kontrollleuchte, die da an war, bis es dann tatsächlich losgehen kann. Und man sieht, wenn man jetzt auch links auf den Zeiger achtet, da ist ein ganz kleines bisschen Reaktion, aber ich weiß jetzt nicht, ob das vom Außenlicht kommt oder von hier, von der Lichtvariante an sich kommt. Ne? Wir gehen hier mal auf die Hilfe. Und sehen, wir haben hier noch eine IC-Steuerung. Ich mache die Hilfe jetzt mal wieder aus. Dann sieht man ein bisschen mehr und wir sehen, ich habe sie gerade aktiviert. Wir können die Frontvariante öffnen, wir können hier die Türvarianten öffnen. Da wandert das Kreuz ein bisschen rum. Auch die Tür auf der Seite hier geht. Man sieht auch hier wird schön der Hebel gedrückt. Und wir können hier auch die Heckscheibe aufstellen. Dachlukenmäßig und sowas haben wir sonst nichts, aber das ist ja schon alles sehr ordentlich soweit. So, ich mache den Motor mal wieder aus, damit wir einen frischen Neustart kriegen. Ne? Und dann würde ich sagen, auch damit drehe ich dann mal eine Runde. So, Bremslichter funktionieren hier. Rückfahrleuchten haben wir auch hier dementsprechend nicht. Ich stelle das gute Stück jetzt hier einfach mal so dazu. So. Ja, und im Prinzip drehen wir die Jungs hier mal ein bisschen richtig hin. Und dann ja, haben wir das Ganze für heute auch schon. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis morgen.